Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute möchte ich der Frage auf den Grund gehen, obwohl ich mir eigentlich schon sicher bin, dass ich die Frage gar nicht stellen muss, ob die neue Rampage LMG OP ist, ja oder nein. Ich habe gestern mit mehr als 300 Zuschauern in die neue Season gestreamt auf Twitch und da habe ich ausgiebig die Rampage auch im Trainingsgelände nochmal gezeigt. Auch Gameplay habe ich hier nochmal vorbereitet aus dem Stream von über 9 Stunden, um mal so ein bisschen zu zeigen, Gameplay von einmal von mir und einmal von Schweini, teilweise aus der Hüfte mal geladen mit einer Thermitgranate und so weiter. Und das Aim ist nicht immer hundertprozentig on point und das wissen auch die meisten, aber selbst dann, die Fehlschüsse, die werden einfach verziehen, weil die Rampage einfach trotzdem so einfach zu handeln ist. Und ich möchte das euch jetzt einfach mal zeigen. Und tatsächlich von allen, die sich im Chat gestern im Livestream beteiligt haben, haben tatsächlich bis auf eine Person gesagt, ne, die Waffe ist okay. Und alle anderen sagen einfach, die Waffe ist OP, da muss definitiv was passieren. Und da können wir nur hoffen, dass Respawn da schnell handelt. Das ist meine felsenfeste Überzeugung, dass da was passieren muss. Und auch im Vergleich zur Spitfire werde ich gleich mal ziehen. Und da denke ich mir, die Leute werden sich wahrscheinlich auf die Spitfire-Version zurückwünschen und sagen, hoffentlich wäre die Rampage am liebsten wieder weg, weil die Spitfire dagegen einfach nur ein Witz war, muss man einfach mal so sagen. Also ich spiele jetzt die Rampage einfach mal ungepimpt und einmal komplett gepimpt und selbst das Standardvisier zeigt schon, der Gegner ist so einfach zu sehen, hier ist nicht jeder Schuss on point, wie ihr seht, ist jetzt bei mir ja wirklich nichts Neues. Jetzt haben wir hier noch 4 Schuss übrig und du kannst hier fast easy ein gesamtes Squad theoretisch, wirklich theoretisch runterballern und nicht jedes Squad rennt sofort mit einem lila Buddy rum. Jetzt wechseln wir einfach mal hier auf die vollgepimpte Version. Der Rückstoß ist selbst mit diesem Visier relativ easy zu handeln. Natürlich habe ich hier einen lila Barrel Stabilizer drauf. Da ist das jetzt nicht ganz so eine Kunst. Aber klar, die Gegner wehren sich nicht. Das ist jetzt auch einfach nur so ein bisschen, um das symbolisch zu zeigen, dass es relativ easy ist, diese Waffe zu handeln. Der Rückstoß ist total simpel. Und vor allen Dingen der Vergleich jetzt mit der Thermitgranate. Da merkt man erstmal, wie heftig die Waffe sein kann. Zum einen dauert das Laden mit der Thermitgranate gar nicht so lang. Und ihr seht, der Balken, der entlädt sich nur sehr, sehr langsam, wenn ich gar nichts mache. Das heißt, wenn ich versuche, einen Squad zu pushen und bin mir nicht ganz sicher, wo die sind, kannst du erstmal ganz geschmeidig die Thermitgranate reinladen und du hast immer noch genug Zeit, dann irgendwann loszurennen und dann eben mit der Thermitgranate rumzurennen. Und dann ist es trotzdem easy, die Gegner hier runterschmelzen zu lassen, auch wenn wieder mal einige Schüsse überhaupt nicht on point sind. Ihr seht, es ist total simpel. Die Thermitgranate hält immer noch. Das Magazin war schon leer und jetzt schieße ich wieder mit normaler Geschwindigkeit. Die Waffe ist einfach zu präzise für das, was sie kann. Jetzt haben wir hier mal mit diesem Visier einfach mal die Thermitgranate geladen. Und ihr seht, die Thermitgranate ist immer noch nicht leer und ich kann noch auf den vierten Gegner theoretisch rumballern, bis der letzte Gegner dann tatsächlich fast gefallen ist. Also ich finde, weiß ich nicht, die Waffe ist einfach viel zu easy zu handeln. Ich nehme jetzt einfach mal spaßeshalber die Spitfire. Die ist jetzt eine Care-Package-Waffe. Meiner Meinung nach müsste die Rampage, so wie sie ist, eigentlich ins Care-Package und nicht die Spitfire. Klar, die Spitfire ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Die hat jetzt ein HP Grundschaden mehr als vorher. Ich glaube 19 statt, ja genau, 19 Grundschaden statt 18. Aber dafür, dass es eine Care-Package-Waffe ist, finde ich die Spitfire ein Stück weit schwieriger zu handeln. Ich bin weniger on point als mit der Rampage von der Entfernung. Ist jetzt auch eher symbolisch. Jetzt wechseln wir einfach mal auf die Rampage. Klar, mit der Spitfire on point fällt der Gegner schneller. Aber es ist einfach viel easier, die Waffe zu handeln. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, ich lade jetzt einfach nochmal nach und knalle hier nochmal eine Thermitgranate rein. Ach, ich habe gar keine, das ist ja richtig praktisch. So, jetzt hauen wir hier nochmal die Thermitgranate rein. Und eine Thermitgranate, und das ist ja der Punkt, eine Thermitgranate findest du ständig. Und wenn du keine hast, irgendein Teammate von dir wird schon eine finden. So, jetzt wechseln wir wieder auf die Spitfire. Dann wechseln wir wieder auf die Rampage, die immer noch mit einer vollgeladenen Thermitgranate rumrennt. Wir können zwischen den Waffen wechseln und brauchen uns keine Sorgen machen, dass die Thermitgranate zu schnell alle ist. Hier, wir können jetzt noch einen dritten Down machen, ohne dass ich überhaupt mal nachgeladen habe. Denn das goldene Mech kommt auch mit dem Nachladen überhaupt nicht hinterher, so schnell wie das hier geht. Und wir haben hier immer noch eine Thermitgranate drin gehabt. Also, wie gesagt, mein Aim zeigt jetzt vielleicht nicht eindrucksvoll
dass die Waffe zu krass ist. Aber jeder, der sie selbst mal gespielt hat oder vielleicht auch mal anderen zugesehen hat, der sollte vielleicht erkennen, dass die Waffe wirklich zu krass ist. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Gameplay-Fetzen aus dem Livestream, die zeigen, dass auch wirklich in reellen Situationen auf der Map die Waffe einfach nur ein absolutes Miststück ist. Und ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt, was ihr von der Waffe persönlich haltet. Ich weiß, dass einige von euch die Gelegenheit noch gar nicht hatten, weil der Download einfach viel zu lange dauert mit gut 32 GB. Und jetzt kommen wir erstmal zum Gameplay. Wir fangen mit ein bisschen Schweini-Gameplay an. Da war ich down. Hier schmilzt die neue Legende aus der Hüfte. Die Präzision dieser Waffe aus der Hüfte ist so absolut finster. Hier hat Schweini einfach noch ganz gemütlich Zeit, sich hochzuheilen so ein bisschen und einfach nur aus der Hüfte so ein bisschen auf den Gegner zu ballern. Absolut easy hier den Gegner. Ich meine, klar, wenn der Gegner vielleicht ein bisschen mehr Skill hat, ist es total simpel, das zu kontern. Aber jetzt kommt ja einfach mal in dieser Position, zieht euch einfach mal rein, wie easy der Gegner hier fast komplett runtergeballert wird, es fehlt vielleicht noch ein, zwei Kugeln und der Gegner wäre down gewesen. Hier pushe ich einen Gegner einfach nur aus der Hüfte und treffe tatsächlich nicht viel. Der Gegner versucht mich erst zu kontern oder zu challengen, wie auch immer. Jetzt versucht er wegzurennen und ich halte eigentlich quasi einfach nur wie so ein Noob drauf und habe in der Situation echt kaum Skill bewiesen. Hier ist Schweini fast down. Finish noch schnell Seer, haut aber aus der Hüfte mit der Rampage den Typen noch down. Jetzt kommt ja aber gleich noch ein Core-Stick dazu. Wird kurz noch von der 99 ein bisschen runtergeballert. Oder war es eine 301? Und jetzt geht's auf die Rampage. Und das ist einfach so eine geniale Szene im Livestream gewesen, wo Schweini hier eigentlich alles alleine geklärt hat. Hier, ich bin so easy on point an dieser Stelle. Keine Ahnung, das ist, wie schnell da einfach mal 139 Damage rausgekommen sind. Innerhalb einer Sekunde 139 Damage. Und jetzt kommt eigentlich die interessanteste Szene, die ich gemacht habe. Hier lade ich eine Thermitgranate rein. Und das ist so eine Distanz, die man öfter im Spiel hat. Und wie einfach es ist hier, zieht euch das einfach mal rein. Zack, zack, zack und der Gegner ist down. Und das ist einfach, das ist so eine Stelle, wo ich sage, diese Waffe ist einfach zu gruselig und so eine Szene hatte ich gestern zuhauf. Wir wurden gestern so oft von der Waffe selber geholt, dass du eigentlich zwanghaft oder krampfhaft auf der Suche selber nach der Waffe bist, damit du irgendwo konkurrenzfähig bleibst. Dass das vielleicht nicht für jedermann so ersichtlich ist oder sagt, naja, dann finde ich halt eine Prowler und Burst bin ich eh besser als mit einer vollautomatischen Waffe. Keine Frage, wenn man die richtige Waffe gut ausgerüstet findet, kann man die Rampage sicherlich auch kontern. Aber ich finde, so im Gesamtpaket ist die Waffe viel zu einfach zu handeln für das, was sie kann. Und meiner Meinung nach, wenn sie so stark bleibt, gehört sie eher ins Care Package, als dass sie eine Floorwaffe ist. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Das war es soweit von mir. Wer tagesaktuell übrigens noch einschaltet, heute zum Mittwoch. Ich starte heute wieder einen Livestream so zwischen 15, 16, 17 Uhr irgendwann. Ich mache heute noch ein 100er Pack Opening live auf Twitch. Ich denke mal so zwischen 19 und 20 Uhr werde ich das Pack Opening starten. Und danach zocken wir noch ein paar Stündchen weiter die neue Season und lassen uns von der Rampage so richtig schön den Arsch aufreißen. Das war's jetzt von mir. Haut da rein. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Macht's gut.